Ja, hallo ihr Lieben, ein kurzes Hallo hier aus Calador. Ich hoffe mal wieder, ich bin im Bild, weil ich mache wieder einfach kurz die ungeschnittene Aufnahme. Ich bin heute hier in Calador und ja, wie immer haben wir ja gesagt, wenn wir irgendwo sind und unterwegs sind und die Möglichkeit haben, dann probieren wir euch auch irgendwo ein Video zu machen. Also daher erstmal herzlich willkommen hier heute aus Calador. Ja, warum bin ich heute hier? Wir haben heute hier eine kleine Feier organisiert mit Privatkoch, Weintasting auf der Finca als Überraschung. Und das ist ganz hier in der Nähe von Calador, also ist wirklich kurz vor Calador. Und ja, dann nutze ich natürlich die Chance und zeige euch hier mal heute Calador bei Tag. Nachts waren wir schon mal hier und ja, laufen jetzt mal hier durch das Ibiza Mallorcas, nennt man es auch, weil eben so viel, auch wie ihr hier schon seht, in diesem weißen Ibiza-Stil gehalten ist. Tagsüber noch relativ leer, abends ist dann hier die Hölle los. Da sind dann auch alle Restaurants, Gaststätten und so weiter voll. Jetzt hat sogar noch vieles zu. Also so sieht es aus. Mittwoch, Ende Mai, tagsüber um 13 Uhr hier in Calador. Einmal hier durch. Wie immer könnt ihr mir gerne auch was in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns und euch auch gerne in den Kommentaren immer eure Fragen loswerden. Wie gesagt, hier die Gegend, wo dann abends auch alle unterwegs sind, essen gehen, auch ein paar Bars da sind. Da unten sind auch noch Restaurants, hier hast du wirklich ein Restaurant, ein Café, eine Bar an der anderen. Ja. Gehen mal hier weiter hoch. Zwischendrin mal ein paar Läden, Geschäfte, ansonsten aber vorwiegend Gastronomie. Und abends schiebst du hier dann durch. Ich weiß ja nicht, wie voll es jetzt schon ist am Ende Mai, aber wird wahrscheinlich auch schon ganz gut voll sein. Ende Mai nehme ich mal an. Also es wird auch jetzt schon ganz schön gut besucht sein abends, wie überall. Tagsüber, wie gesagt, geht es noch. Ja, hier Thailänder, Indiana Jones. Und gehen wir jetzt hier einfach mal weiter hier durch irgendwie, wenn das hier funktioniert. Ja, und hier vorne dann nochmal Tabaslokale. Und jetzt laufen wir hinten gleich nochmal rein. Hier ist die Fußgängerzone. In Calador kann man ja nicht sagen. Ist ja keine reine Fußgängerzone. Hier fahren ja auch Autos. Und ich glaube auch, wo ich gerade reingefahren bin, es ist ja keine Uhrzeitbeschränkung. Also ich glaube, Autos fahren hier auch abends. Das also der Ortskern hier vom Ibiza Mallorcas. Rundrum einige Strände wie die Calaegos zum Beispiel.
Fast Food darf natürlich auch nicht fehlen. Natürlich auch da. Ja, und der Kern hier, der Ortskern selber ist gar nicht so groß. Also da ist man in 5 bis 10 Minuten durchaus alles abgelaufen. Jedenfalls tagsüber, wenn es nicht so voll ist. Nachts, abends, wenn dann alles voll ist und man durch die Menschenmassen, sage ich jetzt mal, durch muss, weil es einfach voller ist, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Ganz klar. Hier ist dann so ein kleiner Festplatz. Und da hinten an der Straße, da geht es dann schon wieder zu den Stränden, wie zum Beispiel der Cala Egos, die ist da hinten. Er erholt sich schon ein bisschen hier. Minigolfplatz mittendrin. Minigolf Cala d'Or. Das sind alles so abends Cocktailbars hier, die erst abends aufmachen. Ja. Pasta, Pizza, hier praktisch ein bisschen italienisch und hier dann wieder ja, auch eine. Aber man sieht, das meiste macht dann doch erst abends auf. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt um 13 Uhr hat irgendwie auch schon alles offen, aber nee, hat noch das meiste zu, wie man sieht. Also ist er, ja. Ist wahrscheinlich jetzt wirklich Cala d'Or, alles überall am Strand, Strandtime. Und dann, heute Abend geht es dann los hier drin. Ja. Da ich aber morgen früh um 6 Uhr schon nach Deutschland fliegen muss, werden wir heute Abend, wenn wir fertig sind hier, kein Video mehr machen. Dann werde ich zurückkommen nach Palma und mir dann zu Hause alles hinrichten für den Flug morgen. Hier ist noch ein Lokal zu vermieten mittendrin. Immer wieder erstaunlich, dass wirklich mittendrin in so einem Gebiet. Aber gut, hier wird es dann auch schon, hier endet es dann halt auch schon, hier ist es dann auch schon vorbei. Da ist dann schon nicht mehr so viel. Aber das ist dann auch mittendrin irgendwie dann schon auch noch Lokale zu kaufen gibt. Und es ist ja nicht so, dass hier hinten gar nichts mehr ist. Also hier ist schon auch noch ein London Pub, wobei der ist auch schon wieder zu vermieten. Der ist auch nicht offen. Also hier hinten, da steht dran, ist Alquiler. Also der ist dann auch frei. Also man sieht schon, das meiste spielt sich wohl bis hier vorne ab. Und dann ist ein Laden zu verkaufen, ein anderer zu vermieten. Der hier, der ist wohl gerade irgendwie vermietet worden mit den Flamingos oben dran. Der ist nämlich in Renovation, da wird gerade umgebaut. Also hier wird es dann sofort ein bisschen ruhiger. Hier, da war eine Friseur drin, Peluqueria Coco, auch zu. Also echt erstaunlich, dass dann plötzlich hier hinten gleich, da ist eine Bar direkt an der Straße, die hat dann wieder offen. Aber direkt hier merkt man dann, ein abruptes Ende, wo dann vieles zu hat und zu vermieden ist. Aber ihr seht schon, die Häuschen hier ist halt schon der ganz typische Stil, den wir auf den Balearen, auf Ibiza halt auch haben. Und darum nennt man es auch das Ibiza Mallorcas Cala d'Or. Schöne Strände rundherum. Cala d'Or hat auch noch einen Hafen. Ich glaube, einen Hafen haben wir sogar auch schon mal irgendwo hier ein Video gemacht, wenn ich es richtig weiß. Schaue ich mal, ob ich es am Ende vom Video finde. Und dann vielleicht, wenn ich es finde, wenn es wirklich online ist. Ich meine, es ist online. Ich suche mal nachher. Wenn es da ist, verlinke ich euch entweder unten in den Kommentaren, in der Beschreibung vom Video. Oder ich verlinke es euch dann nochmal am Ende vom Video in den Hafen, das Video in den Hafen. Aber ich finde es immer mal wieder schön hier, weil es einfach mal
wieder ganz anders ist. So, wir laufen zur Alm vor bis zur, man sagt immer Fußgängerzone, wo es keine ist, aber lauf mal davor nochmal. Wobei, da waren wir schon. Ich laufe noch mal kurz hier raus, dann kann ich kurz schauen, ob mein Auto noch einigermaßen akzeptabel steht, weil ich stehe ungefähr einen halben Meter, 30 Zentimeter in der Ausfahrt drin. Und schau mal, ob da gerade einer raus möchte. Und laufe dann mal da noch ein Stück nach Caladur hoch. Das sieht es sehr bunt geschmückt aus hier. Calypso Tutti Frutti. Bisschen im hawaiianischen Stil. So, da hinten drin habe ich geparkt. Das sehe ich aber schon, da ist nichts. Da ist alles okay. Dann gehen wir einfach mal hier ein bisschen hier vorne rein, weil hier, wo ich jetzt gerade rauskam, da haben wir das Video begonnen. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Hilft immer dem Algorithmus. Und schreibt mir was in die Kommentare. Und für diejenigen, die es noch nicht getan haben, einfach ein Abo dalassen, dass unser Kanal nach und nach Bock a Bock weiter steigt. Das wäre super klasse und würde uns riesig freuen. Und jetzt schauen wir mal hier noch ein Stück weiter. Hier vorne gleich wieder dann die Straße, die ich vor meinte. Hier nochmal ein schönes weißes Lokal. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wie weit es hier genau ist, wenn wir hier runtergehen, bis vielleicht zu einem Strand. Zu selten hier. Und vor allem sowieso, da hinten ist eine Tourist-Information, Tourist-Information. Und vor allem sowieso halt hier nie am Strand. Ich gehe mal noch ein paar Meter mit euch hier runter, da unten kommen nämlich dann auch Hotels und so weiter. Und ja, das war im Prinzip jetzt ungefähr, wie gesagt, 10 Minuten ist man durch, so der Kern von Caladur, wo auch dann ganzen Restaurants sind, natürlich sind überall nebenan auch irgendwelche, aber das ist so der Hauptkern, wo dann die Restaurants sind, wo dann das Nachtleben tobt. Und hier seht ihr schon, hier geht es zum Beispiel runter zur Cala Esmeralda. Das ist ein Strand hier. Wie gesagt, Cala Egos ist auf der anderen Seite. Und hier habt ihr dann halt auch schon, auch im weißen Stil, die ganzen Hotelanlagen hier von Caladur. Also alles hier so hellweiß gehalten. Guckt mal, wie schön die Bäume hier blühen. Irgendwie habe ich einen Stein im Schuh. Nervig. Guckt mal, hier zum Beispiel ist eine Cala Gran. Da hinten geht es dann weiter. Wir gehen jetzt einfach mal hier zur, kurz mal zur Cala Gran runter. Hm?
Jetzt also hier in Calador. Der Weg zu einem der Strände hier, Cala Gran. Darum jetzt hier herzlich willkommen an der Cala Gran in Calador. Direkt hier hinter der Hotelanlage. Duschen da hier auch mit Toiletten, Bad, WC. Alle schon an Schirm natürlich aufgebaut auf beiden Seiten. Gibt auch noch ein bisschen so Souvenirgeschäfte und auch ja, Beach Restaurants, den nächsten Mal Beach Club möchte ich nicht sagen. Beach Restaurants. Hier habt ihr übrigens die Preise. Platja de Cala Gran. Eine Liege 6,05 Euro. Eine Liege und ein Sonnenschirm 9,65 Euro. Und zwei Liegen und ein Sonnenschirm 15,70 Euro. Gehört also, was ich bisher so gehört habe, dann wohl noch zu den günstigeren Playas hier. Mit, was war es jetzt nochmal? Moment. Kurzzeitgedächtnis schlecht. 15,70 Euro am Tag für zwei Liegen und den Sonnenschirm. Eigentlich gibt wesentlich teurer. Und auch hier trotzdem schon, obwohl es jetzt noch zum günstigeren gehört, sehen wir auch hier an den Sonnenschirmen. Es ist überall dieses Safe dran, dass man auch seine Wertsachen wegschließen kann. Also auch das ist alles schon neu gemacht mit Safes an den Schirmen und so weiter. Aber auch schon natürlich tierisch gut besucht. Und ihr dürft nicht vergessen, wir haben jetzt gerade mal Ende Mai. Es ist wirklich Ende Mai, was wir hier haben. Ende Mai und die Leute starten, sind vor allem auch Ende Mai, Mitte der Woche. Also es ist heute Mittwoch, es ist nicht irgendwie Wochenende, wo man dann sagen muss, da sind auch die ganzen Spanier da. Nein, es ist Ende Mai, mitten unter der Woche, wo auch die Spanier nicht frei haben und trotzdem sieht es hier schon so voll aus. Da fragt sich echt, wo geht's in der Saison hin? Und hier. Zwei Lifeguards, da oben ist einer, hinten auf der Felsküste steht einer. Ja, so sieht es ja aktuell schon aus. Ja. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz da hoch und schau mal, dass ich da oben mich noch mal irgendwie vor die Kamera stelle. Ja, hier, ein bisschen umdrehen noch, komm her, so, und dann setze ich mich mal hier hin und dann denke ich mal, hoffe ich mal, dass ich auf dem Bild bin, auf der Entfernung und sage wie immer, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen von Calador, beziehungsweise hier der Cala, an der ich gerade bin und bedanke mich wie immer fürs Zusehen, danke, dass ihr dabei wart, ich habe zu früh gewunken. Denkt dran, Abo da zu lassen, was in die Kommentare zu schreiben, Daumen nach oben, gerne auch die Glocke aktivieren, dass ihr immer wieder die Info bekommt, wenn es neue Videos gibt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Patrick vom Cancun. Tschüss, ihr Lieben, ciao.